Den Fischer, der sich uns anschließen wollte, habe ich davon überzeugt, dass dafür jetzt nicht der richtige Zeitpunkt ist. Andere mögen ihm Gegenteiliges gesagt haben, aber er ist zu jung für ein derartiges Opfer. Nur weil er nicht sein ganzes Leben lang Netze im Wasser auswerfen will. Wir haben einen letzten Abend gemeinsam am Lagerfeuer verbracht und als er ging, lächelte er und summte das Lied von Andruil. Die Wächter sind hier durchgekommen. Dieses Lager wurde vor einiger Zeit aufgegeben. Es wurde ja vorher schon angedeutet, dass hier die Wächter durchgekommen sind. Von daher ist das keine große Verwunderung für mich. Ich bin ja auch eigentlich nur deshalb hier hingegangen, weil gesagt worden ist, hey, hier sind graue Wächter. Und nicht, um irgendwelche Banditen kaputt zu schlagen. Um es mal ganz krass zu sagen, ja. Wieso können die überhaupt noch hier sein? Dein Boss ist tot, Mann. Wow. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, diese Riesenschilde, die erinnern mich irgendwie an römische Legionäre früher. Ganz im Ernst. Kennt man ja aus diesen ganz alten Filmen oder aus diesen Asterix und Obelix-Teilen. Da laufen die ja auch mit so ganz dicken Schildern rum. Verdammt, jetzt greifen die auch noch diese Schafe an. Nein, was tut ihr? Zack. War ich das? Wieso brennt der Boden? Ich war das nicht. Kann das vielleicht unser lieber Eisenbulle hier sein? Ich weiß nicht, wie er sonst heißt. Ich habe jetzt nicht seinen Namen gelesen. Und ich habe auch nur teils zugehört, wo er sich vorgestellt hat. Das war der Eisenbulle. Oh Gott, ey. Okay, ich muss sagen, das war der Typ. Das war er, definitiv. Shit, ich hab doch glatt meine Mission vergessen. Die Scherbe dahin. Keine Scherbe vergessen. Und das Astralium. Wisst ihr was, Leute? Ich werde es ein paar Mal versuchen, das Astralium. Ich werde jetzt hier hoffentlich nicht gleich eine halbe Stunde dran hocken. Ich werde mir gleich nochmal mein Handy schnappen und hier hinlegen und so circa 10 Minuten werde ich das Ganze versuchen. Das dürfte im Rahmen des Ermäßigten sein, denke ich mir mal. Und wenn ich es dann nicht geschafft habe, gucke ich halt wieder auf meiner Cheater-Seite nach. Und mach das dann wieder in der nächsten Aufnahme ansonsten. Wenn ich es nicht schaffen sollte. Ja, vielleicht habe ich auch jetzt mal Glück und strenge meine Birne an und meine grauen Zellen. Ich meine, meine Anlegestelle der Abtrünnigen schon wieder eine. Gibt es aber viele. Naja, egal. Ja. Hier irgendwo ist jetzt noch eine Scherbe. Hier war doch jetzt noch eine Scherbe, oder? Da. Nee. Höchstwahrscheinlich da oben. Na komm, Mann! Schapalon. Ich nehme die Elfenwurzel hier noch mit. Gehen wir mal da hoch. Hier irgendwo ist die Scherbe und die will ich. Die will ich. Okay. Wo zum Henker ist die Scherbe, bitte? Welche versunkenen Geheimnisse wohl unter diesen Wellen verborgen liegen? Ich habe hier irgendwo dieses magische Geräusch gehört von der Scherbe. Ist die doch hier? Nee. Ich bin mal ganz kurz leise.
Die ist doch hier. Ups. Ich hab die hier gehört. Die muss hier sein. Bin ich ja jetzt wirklich so blöd? Glaube ich doch jetzt nicht. Wo ist die? Ich höre hier die ganze Zeit die Scherbe. Ach so, das war nicht die Scherbe, das war das. Hoppala. Okay, ich habe nichts gesagt. Apropos, ich habe doch noch so ein Amulett gekriegt, oder wie war das? Accessoires. Zeichen des Lightwolves. Lebenswächter-Amulett, das war's. 50 Lebenswächter-Heilung. Wenn die Gesundheit des Charakters durch einen Treffer unter Null sinken würde, zerspringt dieses Amulett und heilt den Charakter um den angegebenen Wert. Das ist super gut, den kriegt Cassandra. Quasi eine zweite Chance. Solus. Wie, du hast keine Ringe? Wie, du hast keine Ringe? Was soll das? Das Amulett der Magie, verbessert das Amulett der Magie. Machst du noch das mit einer Barriere? Das dürfte noch ganz gut sein. Dann. Ach, der heißt auch Eiserner Bulle. Okay. Konstitution. Gürtel. Ja. Ringe habe ich jetzt nicht mehr. Wo ist dieses verdammte Scherbchen? Ach so, das ist in der... Ah, Moment, ich habe vergessen, das Ding einzusammeln und zu lesen. Ah, Moment, das ist keine Scherbe. Oh Gott. Ich suche hier nach einer Scherbe. Ja, Entschuldigung. Tagebuch eines grauen Wächters. Langsam bin ich überzeugt, dass er längst fort ist, falls er jemals hier war. Dennoch dürfen wir nicht aufgeben, nur weil wir zu träge sind. Er war schließlich einer unserer besten Krieger. Wenn sich hier jemand verstecken kann, dann er. Einer der Fischer kann sehr gut mit dem Speer umgehen und hat Schultern wie ein Ochse, weil er den ganzen Tag Netze auswirft. Er hat gefragt, ob er den grauen Wächtern beitreten kann. Unter anderen Umständen hätte ich mich über einen fähigen Freiwilligen sehr gefreut. Aber jetzt... Meine Befehle sagen nichts zum Thema Rekrutierung. Nicht einmal bei der aktuellen Lage oder vielleicht gerade deshalb. Er sieht zudem gut aus und möchte ganz klar mehr über die Dalish wissen. Die dunkle Brut ist lauter als zunächst gedacht. Das ständige Flüstern im Hinterkopf macht es schwierig, sie so deutlich zu spüren wie sonst. Aber sie sind nahe an der Oberfläche. Vielleicht sind Banditen nicht das Schlimmste, was diesen braven Leuten bevorsteht. Ja, brave Leute. Das ist ja jetzt nun Ansichtssache mit brave Leute, ne? Da hinten ist noch was. Irgendwie sowas. Was ist denn da so? Habe ich fast alle weggeholt. Geil. Selbstständig alle weggeholt. Das dürfte hier wahrscheinlich nochmal vom... Aus dem Lobgesang des Übergangs. Viele Sünder wandern umher und fürchten, dass sie auf ewig verloren sind. Doch wer glaubt und bereut, ungerührt von der Finsternis der Welt, wer weder prahlt noch Heme zeigt angesichts des Unglücks der Schwachen, sondern sich erfreut an des Erbauers Gesetz und Schöpfung, dem wird der Segen des Erbauers Frieden bringen. Lobgesang des Übergangs 10.1. Warum zieht ihr eure Waffen? Please. Was macht ihr da? Gehen die hier jagen oder was?
Das ist so cool mit der Waffe. Feuer und Eis stehen alle unter meiner Kontrolle. Alles ist unter Kontrolle. Warte, hier war doch noch irgendwo was, oder wie war das? Hier war auf jeden Fall eine Sehenswürdigkeit und die würde ich dann doch gerne noch mitnehmen. Sommerstein. Okay, irgendwie muss ich da hochkommen. Ich denke mal, da hoch geht's. Dieser Regen. Ich muss mal gerade ganz kurz gucken, wie lange ich aufnehme. Moment. So. Weil ich sehe hier nichts. Ja, das geht noch. Das geht noch. Da habe ich noch über eine halbe Stunde habe ich Zeit. Wenn ich jetzt noch ein bisschen mehr Zeit verschleudere, habe ich sogar noch mehr Zeit. Das sieht mir richtig cool aus irgendwie. Also das Gebiet, das gefällt mir. Würde es nicht die ganze Zeit regnen? Mann. Regen, Regen, tralala. Noch eine Sehenswürdigkeit. Zabeng. Der Steinbaum. Und so bahnte Galen, ich nenne ihn jetzt Galen, sich seinen Weg durch den Wald, bis er das Licht des Viertelmondes, echt? auf dem Fels scheinen sah. Elise trat hinter den Kiefern hervor, sie umarmten sich kurz und machten sich dann auf zum wartenden Schiff. Ist hier ein Treffen von League of Legends? Aus einer regionalen Version von Die findigen Liebenden. Es heißt, dass Liebende, die den Steinbaum küssen, mit einer langen und glücklichen Ehe gesegnet werden. Anhänger dieses Aberglaubens ignorieren Versionen der Geschichte, in denen Galen und Elise direkt danach im Meer ertrinken. Schwester Holda aus ihrem unveröffentlichten Werk Volkstümlicher Unsinn und andere Absurditäten. Wenn das nie erschienen ist, warum wissen wir dann, von wem es kommt? Würde ich jetzt mal ganz, ganz nett fragen. Warte mal. Da war noch ein Barbari. Den würde ich ganz gerne noch... Nicht, dass der uns hier unsere Gruppe zerlegt, während ich da an dem Astrarium bin. So, liebe Freunde, es kann sich hier wieder nur um Stunden handeln. Aber so wie ich das sehe, habe ich ja, noch gute 40 Minuten Zeit. So, wie soll... Ach, du heilige Kacke. ich muss mich hier erstmal zurechtfinden. Zack, zack. Kann ich die zwei ignorieren? Scheint mir quasi fast so, ne? Moment kurz. Ich bin gerade so ein bisschen am Überlegen. Nein, 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 nein. Oder? Doch. Das stimmt. So. So. So, das haben wir. Liebe Freunde. Jetzt, wenn ich mich nicht ganz dumm und dämlich anstelle, könnten wir es jetzt sogar gepackt kriegen. Ich weiß halt nur nicht, wofür diese zwei Sterne sind. Ich glaube, die sind einfach nur da, um mich zu irritieren.
So, machen wir das so. So. Zack.